Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Dienstag, der 12. April und ja, die FIBO ist vorbei. Ich habe mich relativ gut erholt jetzt. Sonntagnacht, als ich angekommen bin, ging es mir extrem schlecht. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich krank werden. Gestern habe ich nur den ganzen Tag gechillt, habe nichts gemacht, habe nicht mal Sachen ausgeräumt und sowas. Das habe ich jetzt erst heute gemacht. Und das Wetter ist wieder mega geil hier in Göttingen. Da dachte ich mir, ich gehe wieder raus und mache mein Video draußen in dieser chilligen Location hier, wo einfach nur eine Hecke am Start ist. Wie ich jetzt mein Training und meine Ernährung jetzt so, ich sag mal, nach der Diät gestalten werde, da haben einige nachgefragt, so wie mache ich das jetzt mit der Ernährung. Dazu werde ich auf jeden Fall ein eigenes Video machen, also beziehungsweise in den nächsten Vlogs werde ich das einfach mal ansprechen. Das Video wollte ich einfach nochmal so nutzen als FIBO-Fazit und Zusammenfassung und ja, mein Eindruck nochmal. Ja, als erstes wollte ich mal kurz sagen, danke an Nils, Saskia und Adriana. War eine chillige Zeit mit euch, war auch nicht anstrengend oder so, war ganz entspannt. Dann Focus Drink auch nochmal, danke für den Stand und dass wir da halt gechillt haben und sowas. War auch mal cool, euch alle persönlich kennenzulernen und generell die ganzen Leute, die man da persönlich kennengelernt hat, war auch mega nice. Beispielsweise God7 hatte mir auch mal was zugeschickt, den haben wir da auch kennengelernt, also den Geschäftsführer. Dem das halt alles gehört. War auch ein mega cooler Typ. Und sonst, ja, die ganzen anderen Leute, die halt auch in den Vlogs schon dabei waren. Also in den ganzen FIBO-Vlogs, Athletic Nerds, Road to Glory. Die ganzen anderen halt. Ihr habt ja die Videos bestimmt gesehen. Ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen. Da wisst ihr ja bestimmt, wer da alles dabei war. Es waren halt extrem viele und die alle aufzuzählen würde extrem lange dauern. Und ja, keine Ahnung. Ich würde es gerne machen, aber ihr könnt auch einfach die Videos angucken. Aber wen wir noch so kennengelernt haben, die nicht in den Vlogs waren, waren einmal Uwe beispielsweise. Mit dem habe ich ganz kurz gequatscht. Und Nils hat mit ihm gequatscht und Paddy, sein Cousin war das, glaube ich, mit dem haben wir auch kurz gequatscht, der hat uns auch den V10 gegeben und sowas und den werden wir auf jeden Fall auch noch testen. Sonst, Flavio war auch einen Tag da ganz kurz, glaube ich, Freitag war das, glaube ich, auch ganz kurz gesehen, kurz geredet. Den kannten wir ja schon vorher. Paula Krämer haben wir auch ganz kurz spontan getroffen an der Raststätte, als wir nach Hause fahren wollten. Und mit der haben wir auch ganz kurz gequatscht. Die kommt ja auch hier aus Kassel in der Nähe. War auch mega nett. Murat Demi habt ihr ja schon gesehen in den Vlogs, dass wir da mit ihm und Road to Glory und den ganzen anderen trainieren waren. Aber mit dem werden wir bestimmt auch nochmal was machen. Jetzt hat er so ein bisschen Kontakt aufgenommen. Und ja, freut mich auf jeden Fall. War echt eine geile Zeit. Und sowas halt auch extrem geil, mal neue Leute kennenzulernen, die man vielleicht aus Videos gekannt hat oder halt auch so mal nur gesehen hatte oder sowas oder gehört hatte, die mal persönlich kennenzulernen und gucken, wie die wirklich drauf sind, weil auf Videos kann man die halt immer nicht einschätzen, wie die Leute drauf sind. Dann nochmal ein großes Danke an alle, die zu uns kamen, also zu mir und Nils und Foto machen wollten und sogar unterschreiben, also Booster unterschreiben lassen wollten oder so Cappies und so, das war, fand ich extrem krass. War ja schon letztes Jahr auf der FIBO so ein bisschen so, dass einige Fotos haben wollten und sowas, aber dieses Jahr war es extrem krass. Ihr habt es ja vielleicht auch gesehen in den Samstag-Vlog, da war extrem viel los und danke nochmal an alle und danke an alle, die gesagt haben, ja, ihr seid die Geilsten, ihr seid die Coolsten, so. So wie ihr in den Videos seid, seid ihr auch in echt mega sympathisch und sowas. Das fand ich extrem cool und finde, sowas gibt einem nochmal die Motivation und bestätigt einen einfach mal, das sein Ding durchzuziehen, so wie man es halt macht. Einfach so zu bleiben, wie man ist. Wie gesagt, Sonntag habe ich nichts mehr aufgenommen auf der FIBO. War halt extrem voll und es ist auch nicht viel passiert, sage ich mal. Wir waren da einfach nur nochmal bei Focus und bei Smile Dogs ganz kurz. 3, 2, 1, yeah! Da habe ich halt nur das Posing von Nils gegen Jill aufgenommen. Das ganze Video werdet ihr bei Nils oder Road to Glory sehen. Eine kleine Sache hat mir auch nochmal eine Motivation gegeben, beziehungsweise zum Denken angeregt. Als wir mit Murat Demir da trainiert haben, hat er auch gesagt, mit dem Posing und sowas, hat er ein paar Geschichten erzählt und auch gesagt, wie wichtig es eigentlich ist, so, ich sag mal, das, was man erschaffen hat, seinen Körper auch zu präsentieren und posen und sowas. Da habe ich halt echt überlegt, vielleicht sollte ich das auch mal irgendwie überlegen, mehr zu posen, auch vor Kamera und sowas. Ich weiß nicht, ich bin halt einfach nicht so der Typ, der sowas macht und ja, aber man kann sich ja auch, sag ich mal, neue Sachen aneignen. Das ist ja nicht so schwer. Ich wurde gerade ganz kurz unterbrochen und jetzt gehe ich mal weiter. Was wollte ich sagen? Genau, mit dem Posing. Da hat er mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, beziehungsweise, ja, ich sag mal, motiviert, da mal ein bisschen zu gucken, ob ich vielleicht auch mal so ein bisschen mehr
auch Posen lerne und keine Ahnung und auch sowas mal ein bisschen mehr präsentiere. Es gibt ja jetzt 3 Posing-Videos von mir, Formcheck-Videos, und das Ding ist, die gehen auch immer extrem krass ab. Da sieht man halt auch, was die Leute immer sehen wollen eigentlich, aber es ist halt einfach nicht so meine Art. Aber wie gesagt, man kann sich ja ändern und ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, ich überlege es mir und ja, vielleicht werde ich ja demnächst auch der übelste Poser und dann läuft die Sache. Ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr dieses Video auch nochmal angeguckt habt. Und danke an alle, die neu dazugekommen sind, also neu abonniert haben. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bald werden wieder wie gewohnt die ganz normalen Vlogs folgen und auch mal einige neue Videos. Mal gucken, was so ansteht die nächsten Wochen. Werden auf jeden Fall noch geile Sachen kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und auch, ja, bis zum nächsten Video.